Herzlich willkommen auf dem Obsthof Unterweiden in Tönesforst. Wir sind die Familie Panzer und betreiben seit 25 Jahren diesen Obstbaubetrieb. Meine Aufgaben sind der Ackerbau, die Organisation und der Verkauf. Mein Name ist Philipp Panzer, ich bin seit 2 Jahren im Betrieb, kümmere mich um den Anbau der einzelnen Obstsorten. Ich bin Anne Panzer und meine Bereiche sind die Direktvermarktung und das Büro. Wir möchten Sie einladen auf eine Rundreise über unsere Felder und unsere Obstanlagen. Von Mitte April bis Anfang August können wir Ihnen täglich frisch gepflückte Erdbeeren anbieten. Dabei setzen wir besonders auf Geschmack, indem wir nur vollreife Früchte ernten. Wir auf dem Obsthof Unterweiden bauen auf unseren Flächen über 20 Apfelsorten an und etwa 5 Birnensorten. Dabei ist uns wichtig, dass für jeden was dabei ist, von jung bis alt und von früh bis spät. So kann jeder den perfekten Apfel oder die perfekte Birne für sich finden. Aber auch Raritäten finden Sie bei uns. Zum Beispiel den Allergiker-Apfel Santana oder die besonders leckeren Sorten Welland und Robinette. In unserem Obstbaubetrieb legen wir besonders Wert auf Qualität und auf Liefersicherheit. Qualität bei unseren Äpfeln zeichnet sich einmal aus durch die äußere Qualität des Apfels, das heißt eine glatte, schöne, leuchtend farbene Oberfläche und dann zum Zweiten die innere Qualität des Apfels. Bei uns im Betrieb wachsen ca. 20 verschiedene Sorten Äpfel und Birnen. Wir fangen schon Ende Juli mit den ersten Apfelsorten an, als da wären beispielsweise ein Delver Estivale oder ein James Grief als alte Sorte und gehen dann über die Sommersorten, wie zum Beispiel den Elster als bekannte Sorte oder neuere Sorten wie Santana oder Zari, die auch von Allergikern sehr gut vertragen werden, bis hinein in den Winter unsere Lagersorten wie ein Boskop, eine Rubinette oder ein Jonagold. Als besondere Sorte haben wir schon lange im Anbau einen Wellandapfel, der besonders aromatisch und mittlerweile sehr, sehr beliebt ist. Geschmack und Frische stehen für uns an höchster Stelle. Dafür arbeiten wir das ganze Jahr mit viel Liebe zum Detail in unseren Obstanlagen. Und angefangen vom Winterschnitt über die Ausdünnung arbeiten wir darauf hin, dass wir nicht zu viele Äpfel am Baum haben und die, die dort gedeihen, sehr gut schmecken. Besonderen Wert legen wir auf die geschmackliche Qualität unserer Speisekartoffeln. Die erreichen wir unter anderem dadurch, dass wir besonders schwach unsere Kartoffeln düngen und auch unsere Kartoffeln nur auf den allerbesten niederrheinischen Ackerböden anbauen. Unsere Birnenernte startet mit der Sorte Williams Christ. Danach folgt Konferenz, eine Flaschenbirne, die besonders schmelzend und lecker ist. Zusätzlich haben wir noch Alexander Lukas und Gräfin von Paris, die sich perfekt für Birnensaft eignet. Nicht umsonst haben wir in unserem Logo den Spruch "Beste Grüße von Mutter Natur". Wir arbeiten nach kontrolliert integrierten Richtlinien. Das heißt, wir arbeiten mit der Natur und nicht gegen die Natur. Wir setzen Nützlinge ein, achten auf die Bienen und auf andere Nützlinge, die uns ganz entscheidend dazu helfen, ein gesundes, rückstandsfreies Obst zu erzeugen. In unserem Hofladen finden Sie die Früchte, die in unseren Obstplantagen und auf unseren Feldern gewachsen sind. Neben Säften und Marmeladen, die aus diesen Früchten hergestellt sind, finden Sie noch ein breites Sortiment an ausgewählten Lebensmitteln von Betrieben aus der Region. Neben Äpfel, Birnen, Pflaumen, Mirabellen, Kirschen und Erdbeeren natürlich nicht zu vergessen, gibt es auch noch die Kartoffel, die hier bei uns im Hofladen angeboten werden. Beste Grüße von Mutter Natur vom Obsthof Unterweiden.